Hallihallo und recht herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Fan Appreciation Folge dieses Jahr. Denn wir können heute mit 5 Sternen Two Piece in a Pot oder aus der Challenge Two Piece in a Pot unseren Golden Ticket Spieler auslösen. The NFL and the Chicago Bears were renamed on the same day. Pass of 45 yards in 6th place. Pass for 30 yards display. Pass for 50 yards display. Oh my goodness. Das könnte interessant werden. Quick Slants. Ist da immer ein gutes Ding. So, 45 Yards gegen die Green Bay Packers. Gib mir eine leichtere Aufgabe. 50 Yards in diesem Spielzug. Das sind keine 50 Yards. Das ist eine Interception. Direkt eine Interception. Hammer. Das ist nicht ganz so geplant gewesen, oder? Von den 6 Plays. Also, das zählt jetzt als Play eigentlich. Eins. Das ist schon das zweite. Fumble. Oh mein Gott. Donald. Gut. Könnte funktionieren. Jetzt könnte es funktionieren. Wenn wir gut genug passen, und das tun wir, und dann schaffen wir die 60 Yards. Auch wie gesagt, es ist eigentlich kein Problem, diese Challenges zu bestehen. Das Problem ist, sie im ersten Versuch zu schaffen. Replay Challenge. Es waren nämlich nur 3 Sterne. 2 fehlen uns noch. Und jetzt könnte es tatsächlich was werden. Nee, wird's nicht. Also, den 5. Stern gehen wir schon wieder her. Von 45 Yards. Ich muss überlegen, Double Slants könnte auch eigentlich ein guter Versuch sein, die benötigten Yardages zu passen. Oh. Müssen wir mal probieren. Shark HP Wheel haben wir das Problem, dass das halt gerne mal direkt das Falsche ist. Double Slants. Gucken wir es aus. Probieren wir es aus. Ich jetzt hoffen, dass wir hier nicht geblitzt werden. So, und das sollten 50 Yards sein aufs erste Mal. DK Metcalf. Jawoll. 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 Unser Golden Ticket Spieler ist hiermit vollständig. 1, 2, 3, 4, 5. Return to Challenges.
So, kurze Folge tatsächlich heute. Aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schauen, dürfen wir auswählen, welchen Spieler wir kriegen? Dürfen wir es auswählen? Ja, wir dürfen. Michael Vick. Calvin Benjamin, Troy Polamalu, Bo Jackson, Robert Griffin III, Trevion LeBlanc, Julia Jones, Zach Gentry, Calvin Johnson, Josh Allen, Reggie White, Mike Evans, Lamar Jackson, Trey Edmonds, Taylor Mays, Adrian Peterson, Mohamed Sanu, Brian Burns, Cam Newton, Jalen Ramsey, Keith Bullock, Quincy Enunwa, Anthony Barr oder Brian Dawkins. Und ich bin tatsächlich gerade am Überlegen. Cam Newton ist nice. Mohamed Sanu Senior. Wir müssen uns mal die Golden Ticket Spiele anschauen, wer da wirklich am besten ist. Ob das wirklich Lamar Jackson ist, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Pass mal auf. Mudhead Compare. Fügen wir mal kurz ein. Jackson. 99 Lamar Jackson. Erstmal removen. Ah, stopp. Was haben wir noch dann? Sanu. Michael Vick steht nicht zur Auswahl. Robert Griffin steht zur Auswahl. Haben wir noch irgendjemanden? Nee, Michael Vick nicht. Den haben wir schon. Da können wir uns irgendwann die normalen 99 holen. Josh Allen, nee. Cam Newton. Das ist der falsche Newton. Gibt zwei 99er. Müssen wir den richtigen auswählen. Genau, Golden Ticket Newton. So, pass mal auf. Jetzt haben wir hier unten. Mal schauen. Eigentlich kommt es auf die Hauptwerte. Speed. Kommt keiner mit Jackson mit. Strength. Ist Jackson halt richtig schwach eigentlich. Agility ist er besser. Awareness hat er 95. Das ist okay. Catch. Jump. Stamina Injury. Okay, muss ich jetzt. Also, Sanu wird schon mal nicht. Ah ja, das ist gar nicht so easy. Der Vergleich ist gar nicht so easy. Robert Griffin ist halt echt stark.
Ja, ich nehme trotzdem Jackson. Wir brauchen einen schnellen Quarterback. Und ich weiß, dass Jackson genau dieser Quarterback ist. Und somit haben wir Lamar Jackson im Team. Und das ändert natürlich jetzt eigentlich relativ viel, denn andererseits müssen wir den einsetzen. Jetzt. Das heißt, Tua Tagovailoa fliegt raus. Tua muss gehen. Es tut mir unfassbar leid. Damit ich die verkaufen kann. Muss ein paar Sachen noch deaktiviert werden. Lamar Jackson. Genau, jetzt pass auf. Genau, passt. Upgrade. Einmal, zweimal, dreimal. Natürlich alles mal kurz aktivieren hier. Ravens. Kriegt er schon mal dazu. Hast du plus ein Strength. West Coast mal vier. Den lassen wir mal aus. So, und jetzt haben wir da natürlich einen Haufen zu aktivieren. Fast Break. Improve Ball Carrier Control und Design Quarterback Runs. Immunity to Pressure while throwing on the run. Clutch, Reduced Zone Objectives late in close games. Agile Extender, higher chance to evade the first sack by blitzing defensive back. Anchored Extender, higher chance to break the first sack by blitzing DB. Quicker turning and change of direction, human joystick. 5000, Alter. No look that eye, perfect pass accuracy und crossbody throws. Dashing that eye, perfect pass accuracy while running outside the pocket. Fast animations for spin and juke moves. Identifier highlights the defender your opponent is controlling. Safe. Nehmen wir den Identifier. Red zone that eye, perfect pass accuracy by throwing in the red zone. Improved scrambling speed behind the line of scrimmage. Nee. Red Zone Deadeye, das ist nice. Gunslinger, faster throwing. Nee. Immediate and precise playmaker reactions from all. Jukebox. Perfect pass. Aha. No look that eye. Bin ich ein großer Fan von. Oh, wir haben noch eine vergessen. Der hat noch eine vierte. Nehmen wir noch die vierte auch noch mit. Die Red Zone hätte ich gern. Red Zone Dead Eye. Dann haben wir da noch einen vierten. Protected Hot Route Master. Aha. Extended Range und All Precision Passing. Nee. Das ist mega nice. Ich will das Outside Dead Eye. Dankeschön, Sideline Dead Eye. So. Und dann haben wir, glaube ich, einen richtig starken Quarterback hier auch zusammen. Mit Lamar Jackson.
Tour müssen wir uns noch verkaufen. Activate. Bin nur gerade nicht sicher, weil wir können doch bei Staley und Co. gar niemanden aktivieren. Oder? Oh, jetzt sind die Superstar. Oh mein Gott. Die muss man tatsächlich aktivieren. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Lamar Jackson, Alvin Kamara, Keenan Allen. Das wusste ich nicht, siehst du? Haben wir wieder was dazugelernt. Ich dachte aber, dass die anderen auch aktiviert sind, wenn das Ding nicht ist. Aber dann weiß ich, dass man in Zukunft sich dieses Training sparen kann. Weil, wie gesagt, bringt ja nichts. Geht das schon nochmal? Jackson kann hier auch laufen, kann aber nicht. Genau. Und damit steht das Team. Jetzt müssen wir noch schnell schauen, was Tour wert ist. Vielleicht können wir den tatsächlich ja noch tauschen. Also mehr oder weniger. Michael Vick 99 gegen Tagovailoa. Quarterback. Quality. 98. $35.000 bringen wir noch ein. Den haben wir für viel, viel mehr gekauft, gell? Shit. Shit, 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 shit. Team Falcons. 103.000, ja, das passt. Das passt. Wir haben Michael Vick bald, wir haben Michael Vick bald. Pass auf, Itembinder. Da, schauen wir den 3,99 haben wir jetzt schon. Also Gold 99, nicht 99 geboostet, sondern Gold 99. Auction Starting Price sind tatsächlich bei mir nur 45.000. Gehen wir ein bisschen runter von dem noch. Und machen wir bei Now Price 51, 53, 250. Für eine Stunde. Auf geht's, Tour. Auf geht's. Genau, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge. Was heißt vielleicht? Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge sehen, aber dann mit Lamar Jackson als unserem Quarterback. Bis dann, ciao mit V.